Ich habe hier zwei Menschen getroffen und die frage ich jetzt mal, wer sie eigentlich sind und wo sie herkommen. Das ist sehr gut. Auch wieder nicht aus der Hand geben, ich habe es gelernt. Mein Name ist Steffi, ich komme aus Würseln, das ist bei Aachen und bin am Gymnasium in Würseln beschäftigt. Ich bin Freio, ich komme aus Aachen, das ist bei Würseln. Ne? Wir arbeiten an derselben Schule und und es ist unser erstes Barcamp, muss man sagen. Oh, das erste Barcamp, das ist ja spannend. Was hat euch denn hierher getrieben? Also warum, was war so der Anlass, wo ihr gesagt habt, wir müssen unbedingt zum Digital Education Day? Er muss hin, er hält noch gleich eine Session und wir haben jetzt die zweite iPad-Klasse an unserem Gymnasium und kommen natürlich ganz viele Aufgaben und ganz viele neue Anforderungen an uns und wir freuen uns natürlich über sämtlichen Input, den wir so auch von außen bekommen, was wir dann für uns nutzen können oder was wir für uns gebrauchen können und da ist ja ganz viel dabei. Du hältst gleich eine Session? Ja. Ja. Welche? Ich bin auch ganz aufgeregt. Also es geht um das, was wir letztlich in dem iPad-Team bei uns in der Schule in den letzten 2 Jahren erarbeitet haben. Also wir haben schon, glaube ich, das eine oder andere Vorzeigbare an Unterrichtseinsatzmöglichkeiten, wo wir sagen können, da sehen wir auch einen didaktischen Mehrwert. Das ist eine, was wir reingeben, aber wir wollen natürlich auch eine ganze Menge nehmen und das ist eben das Tolle hier. Dieses Geben und Nehmen ist ganz großartig und vor allen Dingen, was ich merke, nur unter Gleichgesinnten zu sein, ist so entspannend und nicht immer gegen die Widerstände im Kollegium anzukämpfen, sondern hier sind alles Leute, die wissen, wir müssen uns auf die Reise machen, die geht vielleicht auch in unterschiedliche Richtungen, aber wir wissen, wir sind beweglich, wir wollen uns bewegen und das ist eine Energie, die ich hier merke, die ich auch gerne wieder mit in die Schule nehme und damit eben auch wieder weiterarbeiten kann, weil ich weiß, wir sind nicht alleine, es gibt noch, ne? So. Wie schön, das freut mich ja sehr, denn ich glaube, das ist so der Spirit des Barcamps, ne? Dass man wirklich das Gefühl hat, man ist nicht alleine auf der Welt mit seinen Belangen. Jetzt habt ihr ja den Vormittag schon hinter euch, was waren so Impulse, die ihr vielleicht mitgenommen habt oder gab es irgendwie neue Vernetzungen, irgendwie besondere Szenen? Wir haben uns aufgeteilt, weil ich mehr im Sprachenbereich unterwegs bin und er als Medienkoordinator sich da auch mehr so um das Kollegiale auf den Weg machen kümmert. Und für den Fremdsprachenunterricht waren ganz tolle Sachen dabei, die ich jetzt auch so noch nicht kannte. Und die kann ich dann jetzt wunderbar wieder damit nach Hause nehmen und dann meinen Kollegen präsentieren und natürlich auch selber mal ausprobieren. Da bin ich jetzt schon ganz gespannt. Ja, ich habe mich tatsächlich vor allen Dingen mit genau meinem Hauptproblem beschäftigt. Wie kriege ich mein Kollegium mit auf die Reise? Und konnte natürlich auf der einen Seite so unsere kleineren Erfolge beisteuern. Auf der anderen Seite habe ich wieder hier und da so eine Kleinigkeit mitbekommen, die man eben auch machen kann. Und vor allen Dingen auch gelernt, es ist überall das gleiche Problem. Wir sind nicht alleine, auch da nicht in dieser Langsamkeit und alle anderen sind genauso ungeduldig wie ich, es müsste schneller gehen und hier auch zu merken, nein, es geht überall so langsam vorwärts und wir müssen die Geduld haben und weiter am Ball bleiben. Das war für mich jetzt wieder, weil ich bin zu ungeduldig immer in der Schule, bin manchmal frustriert und hier merke ich, nein, das ist normal, das ist ein ganz normaler Prozess. Das war für mich eben auch eine ganz entscheidende Geschichte wieder. Ja. Wunderbar, vielen Dank euch beiden, noch viel Spaß und wir haben uns für dieses Camp, weil es jetzt das vierte Bildungscamp ist, so eine kleine Geste ausgedacht, die immer so ein bisschen an den Entschluss gestellt wird. Und ne, so viel zu machen, ist immer ein bisschen schwierig. Deswegen dachten wir, wenn ihr zwei einmal sozusagen das Victory-Zeichen in die Kamera macht,